Oh, was geht, meine Damen und Herren? Willkommen zu einer weiteren Folge von Mehr wird Millionär. Alkan ist die Frau. Let's go. Alkan ist gemutet. Tja, weil ich und Remco halt das Spiel gekauft haben, ne? Ja, eben. Wir haben das bezahlt, hä? Alkan, wie wär's? Ich hab noch gar nicht zugehört. Wir nehmen auf, du Loser. Ey. Seriös. Ey. Haben wir ja. Alkan hat sich leiser gemacht, saubere Leistung. Ah, ja, echt. Jetzt muss ich doch wieder einen Sound lauter machen, dann gibt's wieder Echo. Dann spiele ich Sounds ab. Wie Fire. Hallo? Da bin ich noch. Guck mal, Alkan muss Fire ersetzen. Ja, muss ja irgendwie. Vor allem bei TDT, Theo macht immer irgendwelche dummen Sachen und sagt dann so, ja, jemand muss ja hier der Fire sein. Ja, let's go, stell doch Fragen. Hallo. Oh, da musst du erstmal die Scheißen. Die Scheißen. Na, die Scheiße. Muss erstmal scheißen. Ah, guck mal hier, weißt du was? Ah, ich bin als erstes dran, ne? Ich hab alles richtig. So, ja, ich kann das Energy. Guck mal, kann es nicht. Oh. Kongo Strong Wild Power von Vivi. Alkan ist nicht. Was sagt ihr dazu? Was sagst du zu Kongo Strong Wild Power von Vivi? So, okay, Remco, du wirst jetzt gemutet. Boah, jemand muss ja Feier ersetzen. Siehste? Man weiß eigentlich gar nicht mal, wer die Frau. Ja, okay, doch, jetzt sieht man's. Alkan, die Frau. So, ich lese jetzt. Wir sind ja seriös, ich lese jetzt die Mittel vor von diesem Energy Drink. So, Alkan ist als zweites dran. Alkan, du bist nicht witzig. Stimmt, das ist ja gar kein professionelles Let's Play, das ist ja Joker Trash. Ist echt so. Erhöhter Kopfhörer für Kinder und Schwangere oder Stillende. Down nicht empfohlen. Von dem her muss das hier rein. Beantworten Sie. Das ist ja uns. Ist ja Joker Trash. Mitteldeutsche Erfrischungsgetränk GmbH. Also, kannst du ja mal Feier noch anrufen, ob er irgendwelche Sounds parat hat. Warte, safe. Warte, ich ruf den echt mal an, kurz. Der dann wieder so junge Hurensöhne, der nervt mich immer im Urlaub. Selbst im Urlaub. So, ich bin dran. Ach, leider. Welche Farbe hat Sonic the Hedgehog zum größten Teil? Gelb. Da gibt's Gelb, Grün, Orange. Für wen ist die Frage überhaupt? Für dich oder was? Ja, das war für mich. Okay. Ach, so, Alkan ist dran. Feierblind brauner Bär, Bild, Eisbild geschickt. Aha. Wer ist die englische Stimme der Titelfigur in Fluch der Karibik, die Legende des Jack Sparrow? Alles klar, ich krieg sowas, ne? Hä, das ist doch easy. A. Johnny Depp, B. Antonio Banderas, C. Daniel Radcliffe, D. Viggo Mortensen. Wenn du deshalb kennst, dann lass es einfach. Lass mich ganz lange überlegen, Mystery. Daniel Radcliffe. Gibt's einen Telefonjoker? Ey, Joker, der den Radcliffe bei BoJack Horseman. Der ist so richtig arrogant. Ja, Johnny Depp. Falsch. Leider verloren. Du bist leider draußen. Scheiße. So wie der Atari Jaguar. Atari Jaguar, leider falsch. Muss ich jetzt wieder gehen? Kann ich gehen? Ja, du hast verloren. Ja, okay, ciao, ne? Okay, dann tschüss, ne? Ja, schau mal. So, haha, guck mal, Remco kriegt die schlechteste Frage. So eine iOS-Frage. Der erste Film James Bond, der seine Stimme dem Spiel Liebesgrüße aus Moskau lieh, war schon Penn, Connery, Combs oder Aston? Okay, ist gar nicht schwer. Ich kann Ihnen die Entscheidung nicht abnehmen. Warte, sag doch mal. Penn, Connery, Combs oder Aston? Und das, was sind das für Namen? Das ist der, wie der heißt, oder was? Ja, Sean. Keine Ahnung. Junge, bist du bescheuert, Alter? Ist das dein Ernst? So easy. Ich hab diese James Bond geguckt. Ja und, aber man kennt den doch. So oder so. Warte, sag doch mal die Antwortmöglichkeiten. Penn, Connery, Combs oder Aston? Das ist ihre Entscheidung. Und der Vorname ist Sean, oder was? Ja. Ja, keine Ahnung. Könnte Sean Connery sein, aber... Dann nimmst du den. Ja, das ist doch dann... Gleich Lockst ist es falsch. gleich ist es falsch. Warum? Nimmst du mal einfach, oder willst du nicht? Ja, dann nehme ich das halt einfach, dann habe ich es halt verloren. Ja, hast du richtig, Junge, das ist easy. Ja, keine Ahnung, der Name kam mir bekannt vor, aber ich war mir jetzt nicht sicher, deswegen. Ja, das ist doch, das ist klar. Der kam mir auch bekannt vor.
sind sie ja bekannt vor, aber hätte auch falsch sein. Ja, die anderen waren aber safe falsch. Ja, so, Aston hätte es auch sein können, finde ich. In welchem Spiel nimmt der Spieler die Rolle eines Wesens an, das über eine Insel herrscht? So, Pocket God. Das ist die richtige Antwort. Kennst du das? Hattest du die Frage nicht schon mal? Ja, hatte Theo auch schon mal. Ah, lacker. Aber so oder so wusste ich das. Ja, du hast einen unfairen Vorteil, weil wir nicht... Nee, ich wusste es ja so oder so, weil die anderen konnte man ausschließen. Oh, Elastic Girl und Dash sind Figuren in einem Spiel, das auf welchem Film basiert? A, The Incredibles, B, The Exquisites, C, The Unbelievables, D, The Fantastics. Das bist du, Alkan. Was ist denn das für ein Scheiß? Als ob du das nicht kennst, Junge. Was war nochmal die Frage? Elastic Girl und Dash sind Figuren in einem Spiel, das auf welchem Film basiert? A, The Incredibles, B, The Exquisites, C, The Unbelievables oder D, The Fantastics? Junge. Entweder, keine Ahnung, ich kenne es sogar gar nicht. Sag mal. Junge, ist es dein Ernst? Ich kann das nicht kennen. Entweder A oder D, ich weiß es aber nicht. Entweder Incredible oder... Kennst du den Film nicht? Scheiße, nö. Kennst du die nicht? Ich nimm das mit den Fantastic-Scheiße. Was? Du nimmst Fantastic-Sticks? Sie können doch den Publikumsjoker einsetzen. Dann soll ich einloggen. Ja, kenn ich nicht. Keine Ahnung. Oh. Ja, falsch, du Holzkopf. Incredibles, du Dummkopf. Ey, Digga, als ob ich so dumm sein. Als ob man das nicht kennt. Welcher Mensch kennt denn das, bitte? So ein Spaß. Jeder außer du, Alter. Nein, Mann. Sogar Fire kannte das. Ja, Feier, der kennt alles. 0 Euro hat jetzt Alkan. 0 Euro. Bin ich jetzt fertig? Kann ich jetzt wieder gehen? In welches Spiel von 2006 ist James Caan als Sonny Corleone in einer Filmrolle? Was? Sag mal. So, in welchem Spiel von 2006 ist James Caan als Sonny Corleone in einer Filmrolle aus den 70ern zu sehen? A, Der Pate, B, Manhattan, C, Cabaret, D, Saturday Night Fever. Aber das weiß man eigentlich auch. Ja, Der Pate oder nicht? Nimmst du das? Ja. Ja, war auch klar, oder nicht? Gut gemacht. Ja. Aber Alkan hätte es nicht gewusst. The Incredibles. Unbelievables. aber im Deutschen wird es ja eigentlich sogar Unbelievables eher heißen, das heißt ja Unglaublichen, die Unglaublichen im Deutsch. Also falsch. Nee, die haben es ja falsch übersetzt, die Trottel. Ja, eben. So heißt es dann Unbelievables. So, welche Figur war Manic im Titel eines ZX Spectrum Spiels aus den 1980ern? Was? ZX Spectrum. Spectrum. Das war ja so Speck. Es ist ihre Entscheidung. Alkan, das ist ein Level 1 Sport. Hey, was ist denn das für ein Kackding? Ja, ein Dreck, Alkan, Publikum. Ist ein Publikum. Hätte auch einfach. Ja, stimmt, Alkan hätte auch einen Joker nehmen können, der Level 1 Sport. Nö, kein Bock. Das ist ja langweilig. Als ob du den Film nicht kennst, da kommst du mit einem zweiten Teil raus. Digga, welcher Mensch schaut denn das? Den Film kennst du locker, das ist so super. Das ist die richtige Antwort. Guck mal, was ZX Spectrum, Junge, das sind schwere Fragen, die kein Mensch kennt. Aber doch nicht sowas wie Incredibles. Junge, was ist die Incredibles überhaupt? Ich google das jetzt. Ja, das ist dieser eine Film mit den Superhelden. So, gegen welchen Sportler kann man den Fight Night Champion nicht antreten? Ja, das kannst du gar nicht wissen. Remco. Ja, so eine Disney, so ein Cartoon-Scheiße. Wer guckt denn sich sowas an, Alter? Ja, man kennt's wenigstens. Nein, kenn ich nicht. Alter, wie mir sowas angst. Der Film ist ja schon alt. Das ist jetzt keiner irgendwie so der neuen Filme, die keiner mehr kennt, außer weil noch in der Materie drin ist. Ja, sagt wenigstens mal den Namen. Roberto Duran, B. Roberto. Michael Phelps, Joey Calzaghe, D.F. Evanta Holyfield. Ja, ich glaube, ich wusste die Antwort sogar schon mal, weil wir hatten die Frage, glaube ich, ja schon mal, aber nicht abnehmen. Keine Ahnung, mach Publikum-Joker, weil der Telefon-Joker verarscht mich eh. Der sagt eh so ein geiler Prank. Hey, wurdest du nicht schon mal vom Telefon-Joker verarscht oder so? Der wurde jeder mal. Der verarscht dich. War der jetzt nicht im neuen Part sogar direkt zweimal falsch?
Ja, war da auch. B, sagen die. B sagen die. Aber ich glaube, damals ja, war da kein... Aber damals, als wir das Let's Play gemacht hatten, war da, glaube ich, nur ein einziges Mal falsch. Ich dachte, nee, der hat auch voll oft beschissen. Echt? Klar, der hat übelst oft beschissen. Oder war das der Publikumsjoker, der immer falsch war? Ja, der Publikumsjoker war immer falsch. Und da dachten wir uns so, was? So, welcher britische Autor schrieb ein Begleitbuch zu Battlefield 3? Battlefield 3, The Russian. J.K. Rowling, B. Andy McNab, C. Salman Rushdie, Harold Pinter. Ich glaube, es war Andy McNab, aber ich bin mir nicht sicher. J.K. Rowling kann... Safe J.K. Rowling. Ich mach Andy McNab. Hat die nicht Harry Potter geschrieben? Yes, Alter, ich hab's richtig. Das war richtig, yes. Hat die nicht Harry Potter geschrieben? Kann sein. Harry Potter ist geil, weil geil ist, aber Star Wars ist gay. In welchem Wii-Spiel gibt es die Modi Last One Standing und Striker Pose? A. Red Steel, B. Just Dance, C. Pictionary oder D. Need for Speed Carbon? Ja, entweder Just Dance oder das, wie ist das andere Spiel da? Just Dance. Was war das, was dritte oder das zweite? Das ist ihre Entscheidung. Also nicht... Zweite. Ja, und das war das andere, also nicht Red Steel und Pictionary. Okay, und wie sind die zwei Modi? Last One Standing und Striker Pose. Okay. Also ich glaube, Just Dance ist es, glaube ich, nicht. Ich habe ja, Erfahrungen mit Just Dance. Und Red Steel und ist es safe nicht? Und Need for Speed würde ich jetzt... Red Steel, Junge. Need for Speed würde ich jetzt auch nicht sagen. Ja, raffst du überhaupt nicht. Ich würde eigentlich denken, es war Pictionary. Soll ich das nehmen? Ja, mach mal. Oh. Ah, falsch. Was war's dann? Es tut mir leid. Das ist die falsche Antwort. Guck mal, wie schlecht Remco ist. Just Dance. Ja, echt? Haha, du Schande. Mal, ich hab Erfahrung mit Just Dance. Ja, aber ich kenne die Modi auch nur auf Deutsch. Naja, hieß keiner irgendwie so, dass es verbindbar damit ist. Die ist richtig schlecht. Auf Deutsch. Bist du bescheuert, Remco? Alter, du wusstest nicht mal, wie Incredible das heißt. Richtig schlecht. Sonic and the Black Knight spielt am Hof welchem des mythischen Königs? Aber... So, ich glaube, das war Artus. Hä? Ja, er kennt halt das Spiel schon auswendig, voll unfair, ne? Genau. Ich kenne alle Fragen. Ich bin einfach nur geschichtlich begabt, wie werden das? Joker die Fragen studiert. Joker hat das Buch mit den Antworten durchgelesen. Genau. Ich kenne nur ein paar Antworten zu ein paar Fragen und ihr labert sowas. Sie ja, genauso gut ist an auch so. Es ist komplett unfair. Welche Art Fahrzeug steuert man in der Silent Hunter-Reihe von Computerspielen? So, das kann nur Kampfjet sein. Silent Hunter, wie fair ist voll. Das reimt sich sogar doppelt. Fair ist voll. Silent Hunter. Ich glaub's an Kampfjets. Nimmer Kampfjets jetzt hier. Das müssen wir gleich mal im Discord verewigen. So. Okay, ich hab's falsch. Ha, Antwort ist falsch. So, jetzt hat bestimmt Alkan den Silberpokal. Hab ich auch. Obwohl ich eigentlich Schilder kriegen sollte. Nee, ich hab Gold. Safe. Silent Hunter, aber ich feier es vorne auch. Haha, Alkan hat echt Silber! Warum das? Der hat doch bei der zweiten Frage verloren, der Wichser. Siehst du, Remco ist gut. Aber er hat keine Joker benutzt. Junge, Remco, siehst doch einfach rein, ich bin besser als du. Siehst du, hast vorhin mich ausgelacht, jetzt bist du der Letzte, hä? Hä, du Loser, hä? Nee, das ist einfach nur Beschiss. Ja, genau, der kann halt. Der Beste ist. Das akzeptierst du nicht als Niederlage. Wir machen ja eh jetzt eine neue Runde. Machen wir nicht. Direkt abgebrochen. Guck mal, Ariane schreibt so richtig versaut. Jetzt kommt gleich einfach was schreibt die? In den Chat rein. Die schreibt so richtig versaut in die WhatsApp-Gruppe. Was schreibt die denn? Die sollst dir die Bettwäsche auch nicht in deine Fotze schieben. Perfekt. Ariane geschrieben.
so Privacy-Infos geleakt. Check. Ja, das darf nicht fehlen auf Joker Trash. Ist halt Joker Trash, also spielt erstmal noch ein paar Sounds ab. Ja, und du musst erstmal erzählen, wie es so im Schwimmbad war. Ja, also Schwimmbad war heute. Nee, das war ja in TT. Und ich schaue so lange. Während ich die Reihenfolge hier mache, ne? Macht der war komplett random. Guck ich hier gerade eh. Sieh's. Google ich hier gerade eh auf Google die Antworten. Ich google gerade die Frage, guck so, Joker sagt so, ich schau, ja, wie hieß das und das und ich dann so, ja, also, warte mal. Und dann so die Tastatur so, ja, warte mal. Ich hab's gleich, sag noch mal die Frage, ich hab das, die zweite Hälfte des Satzes, die muss ich noch mal hier eingeben. Ja, also ich glaube, das könnte die Antwort sein. Aber ich weiß es ja auch nicht, ich rate ja nur. Okay, Remco ist wieder der Loser, der als drittes dran ist. Siehst du, Remco? Soll ich mal furzen? Mach. Nee, kann ich nicht. Beantworten Sie die nächsten. So wie bei Joker, wo ich die ganze Zeit so Blähungen hatte von Burgerbums. Echt so. Und ich hab die ganze Zeit so auf Jokers Bett geschissen. Stell dir vor, Feier kackt einfach so ins Bett und sagt so sorry. Sagst so sorry. Sorry. Sorry, Bro. Sorry. Na dann, viel Glück. Was bin ich als erstes dran? So, in welchem Spiel kann der eigene Charakter Kostüme von Goofy, Simba, ja, Wall-E oder Rapunzel tragen? Ja, das Disney Universe. Achso. Ich hätte jetzt fast schon gesagt Kingdom Hearts, aber ich hätte dazu gewusst. Ich habe das Spiel sogar mal gespielt. Also Disney Universe. Du bist ja auch ein Loser, du spielst immer sowas. Ich bring mich jetzt in der ersten Frage raus und werde immer noch sehen. So, welches sehr populäre Spiel verbirgt sich hinter der Abkürzung WoW? Working Over Weekends, World of Warcraft, Winners of the West, The Wizards of Witches. Ich glaube, The Wizards of Witches, oder? Nee, ich weiß, World of Warcraft. Stell dir vor, da gibt es so eine Antwort, wo so gar kein W drin ist. Ja. So, wofür steht WWW? Und dann so, ja, für Sushi. Für Trouble in Terrorist Town. Viel Glück. Safe. Für Mushi. So, Remco hat wieder die beste Frage. Ja, okay, so. Das Spiel Captain America Super Soldier beruht auf einer Figur aus amerikanischen Comics, französischen Filmen, dem britischen Fernsehen oder dem schwedischen Radio. Ja, amerikanischen Comics. Hey, schwedischen Nimmst Radio, du das? Absolut. Was? Ja. Nimmst du das? Hey, falsch. Das ist falsch. Das war echt falsch. Sie haben Hunger. Es geht noch um Captain America oder nicht? Ja, ist falsch. Der ist eine Marvel-Figur. Nicht. Ja, hey, ich dachte, Remco ist eine Rechtfertigungsstunde. Hey, also war ein schwedisches Radio. Eine enorm erfolgreiche App von 2010, entwickelt von Chair Entertainment ist Infinity. Ja, Blade. Let's go, boys. Aber die Captain America-Frage war ja nicht schwer, war ja klar, dass es... Ja, aber ich dachte, das wäre schwer, weil da irgendwelche so komische Fragen waren. Bisher hatten sie komische Antworten waren. Ich habe ja nicht die Frage gelesen. Was für Tiere haben in der Originalfassung von Angry Birds die Eier der Vögel gestohlen? A. Löwen, B. Esel, C. Schweine oder Würmer? Ich glaube Esel. Nee, Sparschweine. Okay. Ja, kann das ist competitive. Hey, ich wollte Fable. Das kommt ist von Fable 3. Fable. Jetzt fliegt Remco raus. Jetzt kriegt er bestimmt so eine ZX-Spectrum-Frage und jetzt ist es aus. Hey. Wofür steht DS in der Welt der Spielkonsolen? Design Set, Digital Station, Dual Screen, Dividing System. Dual Screen. Hey, ich dachte Digital Station. Ich dachte Design Set. Also bitte, Remco, du weißt ja absolut gar nichts. Du hast ja gar keine Ahnung. Bisher hatten sie keine Ahnung. Guck so, wofür steht GG in der Gamersprache und feier dann so, hä, geh kacken? Wie lautet die korrekte Abkürzung für die Bezeichnung Massively Multiplayer Online Roleplaying Game?
MMORPG, let's go, boys. Wer das nicht weiß. Ne, das ist halt echt easy. Das kann man halt echt einfach perfekt abkürzen. Man kann eigentlich Ich wollte einfach Sandbox sagen. Alkan so, hä? Echt? Welches Spiel folgt auf Wii Sports? A, Wii Sports Resort. B, Wii Love Sports. Wii Play Sports. Wii Sports Stadium. Ja, Wii Love. Aber ich wollte Love sogar annehmen. Wii Love Sports. Das ist halt echt ein guter Name eigentlich, ne? Ganz aber schon, ich weiß halt nicht, warum die das nicht genommen haben. Probieren Sie es doch einfach. Ja. Soßen. Was für ein Superheldenspiel aus dem Jahr 2011 trug den Untertitel Arkham City? Batman. Das ist halt echt easy. Was sind das für Fragen, Alter? Jetzt sind die halt echt übelst easy. Superman. Jetzt kommt gleich im Ronaldinho. War das nicht Spider-Man? War das nicht Roberto Carlos? Aber gut, es sind auch die ersten Fragen, so sollten sie eigentlich auch sein. War das nicht Aquaman? War das nicht Roberto Carlos? Aquaman ist gay. Welche Firma entwickelte die virtuelle Welt Second Life? Ich glaube London Lab, oder? Hä, falsch, lol, keine Ahnung. Ah, verloren. Aquaman ist so der schwulste Superheld. Was für Linden Lab? Junge, wer kennt denn dieses Spiel? Leider haben sie nichts gewonnen. Ja, das ist so bekannt wie dieses Spiel, was Sings hieß. Sings. Bisher hatten sie keine Probleme. Welches ist kein Angry Birds Spiel? Back to School, Space, Seasons, Rio. Hey, was? Back to School, was noch? Space, Seasons, Rio. Ey, ich hab keine Ahnung. Ich weiß es, glaube ich, schon. Ich weiß es auch. Ich nehme Publikumsjoker. Ich weiß nicht. Was wäre Back to School gewesen, oder? Nein. Drücken Sie jetzt. Nicht. Das wäre Rio gewesen. Rio ist ein Film. Ja, gibt's nicht ein Angry Birds Spiel dazu? Ich glaub nicht. Die am nee, die sagen A. Ah. Ja, Back to School, sag ich doch. Es gibt doch Angry Birds Rio. Siehste. Jetzt sagen die, also stell dir vor, so 100% sagt A und dann so. Worin besteht das Ziel des Spiels Flick Soccer? Gegner faulen, Einwürfe annehmen, Elfmeter sammeln oder punkten durch Freistöße. Warte, Flick Soccer? Sag doch mal die Antworten. A, Gegner faulen. B, Einwürfe annehmen, Elfmeter sammeln oder punkten durch Freistöße. Das ist ja eigentlich schon ein Gammelspiel, wenn das nur so aus Freistößen oder Elfmeter besteht. Also aus faulen jetzt bestimmt nicht. Aus Dings annehmen auch nicht. Elfmeter sammeln und Freistöße, ne? Ja. Ja, aber es wird dann ja wohl am ehesten Elfmeter sein. Weil so ein Spiel, wo du die ganze Zeit nur Freistöße machst, dann lieber Elfmeter schießen. Wobei das generell für ein Spiel eigentlich low ist. So, stell dir vor, so das neue FIFA, du kannst nur Elfmeter schießen machen. Ah ja, soll ich einfach Elfmeter schießen nehmen? Mach was du willst. Feierabend. Ich bin auch schon raus, eigentlich juckt das nicht. Welche Frage ist denn das eigentlich? Vierte. Na ja, komm, mach einfach Elfmeter schießen. Falsch. Freistöße. Gegner faulen. Punkt. Ja, durch Freistöße. Echt? Ja. Ja, ich dachte halt eigentlich, dass Elfmeterschießen spannender ist als Freistöße, aber. Haha, Remco ist auch raus. Ich hätte auch einen Joker nehmen können, aber mir egal. Ja, bei mir war es ja auch nur die dumme Frage, was ein Link zu Left. In the Chronicles of Riddick, Assault on Dark Athena ist die Stimme von zu hören. Ben Affleck, Vin Diesel, Val Kilmer oder Martin Lawrence? Nimm mal 50-50 Joker. Von, du weißt eh trotzdem nicht, was du da nehmen willst. Egal, dann nimm 50% Chance. Ben Affleck, Vin Diesel. Ben Affleck. Ah, falsch! Was? Jetzt im Ernst, Vin Diesel. Ja, ist es auch. Ja, wobei, vielleicht ist das ja so ein krasser Typ, der Typ, den der gespielt hat.
der so breit ist. Wahrscheinlich bin ich jetzt Bronze. Bronze. Das ist doch nur die Stimme. Ja, meine ich ja. Also, wenn die ist, hat er so eine Stimme wie so ein krasser Typ, glaube ich. Ha, ich bin Erster! Echt jetzt? Ja, weil ich keine Ding benutzt habe. Und Remco ist Zweiter. Ja. Aber. Ach, hat er stimmt, er hat keinen Joker benutzt. Naja, aber wir machen jetzt hier noch ein Go. Lass einfach komplett ohne Joker spielen. Schnauze. Wie wär's? Einfach komplett ohne Joker, einfach nur. Nee, ich meine einfach nur ohne Jokers spielen halt. Hey, wie meinst du jetzt Joker oder meinst du jetzt Joker? Nein, ich meine die Joker im Spiel. Hey, welches jetzt? Die Joker im Spiel? Ja, aber es gibt ja auch einen Joker im Spiel. Er spielt ja gerade. Junge, ich meine die Jokers. Ach so, nicht, also nicht Joker Gamer, okay. Nee, gibt es mehrere Joker Gamer OKs oder was? Ja, kann ja sein. Ja gut, es gibt ja noch Joker Trash okay. Ja, siehst du? Ja, aber ist auch kein Joker Gamer okay, wie wäre denn das? Können wir nicht zwei Get on my level, bitch. Es gibt nur einen einzig wahren Joker Gamer. Aber es gibt auch Joker Gamer okay mit 3. Na fuck, ich hab's falsch gemacht. Joker Gamer okay mit 3 geschrieben. Den gibt's auch, safe. Das ist eigentlich richtig scheiße, wenn du einen Namen hast, wo kein E drin ist. Dann kannst echt, du keinen. Oh dann kannst du keinen 3 machen. Firefly Helen, mit 3. Bei Ars kannst du doch auch eine 4 machen bei A. Ja, schon, aber ist nicht so geil wie 3. Oder bei O kannst du auch eine 0 machen. Ja. Ich glaube, Remco fängt als erstes an. Sieht so aus. Der kleine Loser mit Echo. Ja, Schöer kann sonst nicht. Deswegen muss ich lauter machen. Siehste. Er hat kein Echo. Schauen wir uns das Ergebnis an. Safe. Same name. Immer hat er die Probleme mit seinen blöden Echos, Alter. Same my name. Ah, Alkan ist doch früher als Remco dran. Toll. Jetzt war die erste Frage. Siehste. Jetzt kommt eine geile Frage und dann sagt ich. Ah, Alkan ist halt eine Frau. Say my name. Say my name. Stell dir vor, der Merit Millionär Moderator sagt das mal Say my name. So sick. Hey, Jürgen Klopp, oder? Nee, Spaß. Jürgen Klopp. Nein, Jürgen Klopp. So, Alkan, du bist als erstes dran. Er sagt viel Glück, say my name now. Say my name. Eminem, dessen Stimme in 50 Cent Bulletproof zu hören ist, ist ein bekannter Politiker, Rapper, Sportler, Soldat. Wer Eminem? Ich hab nachher den Anfang aber nie verstanden. Ach so, du weißt nicht, was Eminem ist. Ach so, nee, das hat bei dir voll komisch angehört gerade. Ja, ich glaube, der ist ein Politiker, ne? Nee, Spaß, Rapper. Hä, hey, was hat das mit Videospielen zu tun? Das ist die richtige Antwort. Siehste, ist halt Videospiel. Was hat das mit Videospielen zu tun, Remco? Ja, ich bin auf jeden Fall weiter. Auf jeden Fall. Was für ein Tier ist die berühmte Sega-Figur Sonic? A, Igel, B, Löwe, C, Raupe, D, Esel, Remco. Wieso immer Esel? Wieso kommt immer Esel? Ich glaube, das ist ein Esel. Das ist eine Raupe. Ich glaube, das ist Feier. Stell dir mal vor, es gäbe so ein Spiel, wo das Maskottchen eine Raupe ist. Ja, ist auf jeden Fall ein Igel. Ich kann ihn die. Aber ich bin nicht sicher, deswegen. Das ist die richtige Antwort. 50-50. Aber ich bin mal riskant und nehme Igel. Hey, willst du nicht lieber Telefon-Joker? Falsch. Der sagt dann echt Raupe. Igel. Der sagt so Raupe. FIFA 11 gehört zu einer Reihe von Spielen, in denen es um welchen Sport geht? Golf. Was ist die Antwort? Um Golf ist doch klar. Golf. Deine Freundin im Spiel wäre es halt wirklich Golf gewesen. Bisher hatten sie keine Probleme. Oder es gibt so ein FIFA-Teil, das war wirklich Golf. So, Alkan ist dran. Von welchem deutschen Synchronsprecher wird Ridley im Spiel Portal 2 von 2011 gesprochen? A. Tom Schichtleiter, B. Tobias Meister, C. Lenny Lehrling oder Alfred Azubi? Ich wusste das sogar mal, aber ich weiß nicht mehr. Ich wusste das auch mal. Es ist Ihre Entscheidung. Jetzt muss ich überlegen. So, wie waren nochmal die Antworten?
Tom Schichtleiter, B. Tobias Meister, C. Lenny Lehrling oder Alfred Asubi? Weißt du aber, wer Wheatley ist? Portal 2. Sie könnten den Telefonjoker einsetzen. Ich überlege gerade. Ich überlege gerade. Na, ich muss mal hier kurz. Warte, merkt ihr das? Ey, Remco, ja, ich muss gerade überlegen. Mach mal. Ey, mach mal einen 50-50 Joker. Computer. Entferne zwei. Aber die Frage ist auch schwer, weil ich da überhaupt nicht sicher bin, wer das war. Eine falsche Antwort. Ja, ich kann, glaube ich, zwei davon aus. Tobias Meister, Alfred Asubi. Das waren zum Beispiel die ich beide gedacht habe. Echt? Ja. Eins von den beiden dachte ich. Haha, geklopft! Geklopft, Say my name. Ja, was nimmst du jetzt? Junge, ich überleg die ganze Zeit. Ja, nun. Was gab's jetzt nochmal? Tobias Meister oder Alfred Asubi? In der deutschen Synchronsprecher, ne? Dann nehme ich Tobias. Okay. Das liegt an Ihnen. Richtig. Okay, das hätte ich auch eher so gesagt. Weil Alfred ist kein deutscher Name. Ja, und Asubi auch nicht. So, hast du jetzt eine Antwort, Alkan? Ja, Tobias Meister war das. Ja, habe ich mir auch schon gedacht. Asubi habe ich eigentlich direkt ausgeschlossen. So, Remco, in NBA 2K12 geht es um welchen Sport? Baseball, Golf, Basketball oder Tennis? Basketball. Falsch. Das ist die richtige Antwort. Du bist echt blöd. Das 2012er war um Golf. Das war das Einzige, so ein Golf-Special. Probieren Sie es doch einfach. Tiger Woods. Wo auf dem Bildschirm befindet sich bei Space Invaders das Raumschiff des Spielers? Unten. Wen ist die Frage eigentlich? Ja, an mich. Korrekt, gut gemacht. Doppelter Ridley. Weißt du's? Ja, hab ich doch schon gemacht, unten. Ja, hätte ich auch gewusst. Das ist easy. Sie hat gesagt, ich hätte gesagt links. Rechts. Welches Namco-Spiel aus dem Jahr 1979 wurde als Konkurrenz zu Space Invaders entwickelt? Alkan. A. Munien, B. Galaxien, C. Planetien oder D. Universalist? What the fuck? Ich kenne das Spiel auch nicht. Namen im Publikum. Alkan kriegt so richtige Gammelfragen. Drücken Sie jetzt. Den nächsten Joker. Ja, muss ich ja. Sonst. Was denkst du, was das ist, Remco? Ich denke Galaxien irgendwie. Irgendwie nur mehr so. Ja, ich meine sogar, dass ich das mal gehört hätte, dass wir die Frage schon mal hatten. Ja, Galaxien, siehst du? Achso. Ja, statt eigentlich Universum erst. Ich dachte Galaxien. Aber ich kenne das Spiel klingt, nicht. Aber Galaxien klingt doch plausibel, aber ich habe irgendwie in Erinnerung, dass die Antwort das war damals. Wir hatten die Frage, glaube ich, schon mal. Du bist so. Das ist easy, glaube ich. Das ist easy. Ist Remco nicht schon draußen? Nee, Remco ist nicht draußen. Das ist easy, ja, Remco. Aber. Das kriegst du echt hin. In welchem Videospiel von 1984 findet Mach sich wieder... Was? In welchem Videospiel von 1984 findet Mach sich in Easy Street, Middle Road oder Hardway wieder? A. Stupid Boy, B. Paper Boy, C. Game Boy, D. Lazy Boy. Warte, sag doch mal die Antworten. Stupid Boy, Paper Boy, Game Boy, Lazy Boy. Ist das das Spiel mit, wo er die Zeitung ausnimmt? Ja, ja. Paper Boy. Game Boy. Nimmst du Paper Boy? Ja. Ja, das ist das Spiel. Das ist die aber die Frage ist auch noch. Aber die Frage wird irgendwie schon so richtig kompliziert so gestellt, als wäre das so irgendwie so, als wäre das Spiel so ein Plot, obwohl das aber nur so ein Zeitungsjunge ist. Der mit dem Fahrrad rumfährt. Welche Figur kommt nicht in Batman Arkham City vor? Ronaldinho. Joker, Two-Face, Penguin oder Wonder Woman? Ja, ich glaube Penguin. Penguin? Nee, Penguin ist ein Feind. Ich weiß, das war nur ein Scherz. Two-Face. Der Bessengard. Ich nehme Wonder Woman. So, ja, richtig. Wonder Woman ist auch klar. Wonder Woman, der Gott, das ist doch bei Superman dabei, aber nicht bei Arkham City. Die Frage war schwer.
Pinguin. Ja. Bisher hatten sie keine Probleme. Mal kann denken, den gibt's gar nicht. Welche Währung wird in den Videospielen SimCity und The Sims verwendet? Simcoins, Simoleons, Simdollars oder The Simples? Ja, das weiß ich. Sim-Dollar. Das ist Alkan. Nimmst du Simdollars? Du hast noch Telefon. Nee, scheiß auf Telefon. Okay. Falsch, du Trottel. Falsch. Simoleons ist richtig. Simoleons sind das so. Hey, wollt ihr mich fragen, Alter? Welcher Mensch hat denn das Simoleon? Ja, Simdoll. Ha, Alkan hat nichts gewonnen. Und hat zwei Joker verschwendet. Ja, Junge, kann nicht sagen. Da kriegt so richtige räudige Fragen. Das sagt man dann so. Wie heißt der Nachfolger des in Deutschland beschlagnahmten Spiels Wolfenstein 3D? Back to Berchtesgaden, B, The Bunker, C, The Eagle's Nest, D, Castle Wolfenstein. Castle Wolfenstein, oder? Nimmst du das? Ja. Er nimmt das, was blöd, oder was? Nimmst du das wirklich? Ja, ja, ist falsch, wenn du so redest. Ja, nimmst du es oder nicht, du Holzkopf? Ja, nehme ich Publikumsjoker. Junge, du bist doch echt hohl. Castle Wolfenstein gibt's nicht mal, du Spasti. Ja, keine Ahnung, ich kenne die Wolfenstein. Alter, ist das unfair. Ihr macht euch gegenseitig Tipps. Ja, aber der hat doch eh schon Publikum benutzt. So, ich hätte jetzt gesagt, der Bunker. Ja, aber guck mal, er hätte safe das jetzt eingeloggt. Hätte ich auch. Weil Castle Wolfenstein kommt mir bekannt vor. Castle Wolfenstein kommt mir bekannt vor. So, D, Castle Wolfenstein. Richtig unfair. Ja, war das jetzt Absicht von dir oder wusstest du das echt nicht? Ich wusste es nicht. Ich dachte, das gibt's nicht. Siehst du, Loser, ich wusste auch, du Bastard. So, Castle Wolfenstein. Remco, der Loser. Sie können es genauso. Loser, Remco. Vor allem, ich hab so vertraut, weil ich dachte, du kennst dich mit den Spielen so einigermaßen aus. Siehst du, Vertrauen niemals. Wer spricht Han Solo im ursprünglichen Star Wars Arcade-Spiel? Keine Ahnung. So. Warte, sag mal die Antworten. Gibt's keine. Harry Hamlin, Harrison Ford, Don Bluth oder Mel Blanc. Ja, ist doch klar. Let's Blunt. Genau. Nee, Harrison Ford. Hey, Let's Blunt. Oh. Das hätte ich jetzt gewusst. Dein Freund. Harrison Ford, genau. Wo weißt du das denn? Ja, weil das Schauspieler von dem ist. Kenn ich nicht. Tschüss. Das haben wir irgendwo aufgeschnappt. Guck mal, hast doch sogar die Filme gesehen. Was bist du für ein Fan? Ich schau doch nie auf die Credits, Alter. Was bist du für ein Fan? Also, man liest beim Film immer die Credits am Ende durch. Hey, mein, ey. Das ist das Beste vom Film. Nach welchem atlantischen Artefakt sucht Lara Croft im originallen Tomb Raider? A, ganz Lost Ark, Horcrux, Sion oder ein Oxida Chain? Na, dann sag doch mal die Antworten. Say my name, ganz ehrlich. Hast du Hong? Lost Ark, Horcrux, Sion oder Oxida Chain? Lost Ark kommt mir sehr vertraut vor irgendwie. Also, mach einfach. Was Lost denn? Ark. Lost Ark. Siehste. Falsch, Holzkopf. Falsch. Hast du toll gemacht, Alter. Ist echt falsch? Ist falsch. Da ist es auch. Ist das Sion? Die richtige Antwort. Ja, ist doch ganz klar. Ja, aber Sion kam mir sogar auch bekannt vor, aber ich dachte Lost Ark. Siehste, und er kriegt so Gammelfragen. So leichte. Ja, Alkan, wusstest du das oder was? Ja. Ja. Ich wusste nicht, was den Credibles ist, du Loser. Welche Figur aus einem Videospiel? Das bitte. Welche Figur aus einem Videospiel hat Dr. Neo Cortex zum Feind? Crash Bandicoot, Parappa, The Rapper, Sonic the Hedgehog, Professor Layton. Das kann ja nur Crash Bandicoot sein. Das ist die richtige Antwort. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe mal feiert mir ein Bild geschickt, wo Propaganda steht, dann so das Popa ausgeschnitten. So, guck mal, Popa. Das ist Popa. Ganz ehrlich, say my name. Herr Remco ist ja schon draußen, der Loser. Ja. Sei so, du Loser. Ja, weil ich wegen dir auch meinen einen Joker verschwendet habe, Bastard. Ich hätte es halt gewusst. So, welcher Teenager trat erstmals 1993 in einem Videospiel auf, zusammen mit seinem Hund Chippy? So, kein das Wunder, ist dass, Simon the Sorcerer. Kein Wunder, dass er immer gewinnt. Er hat doch voll den Vorteil. Warum? Welchen Vorteil habe ich denn? Kannst die Fragen auswendig. Du kannst die Fragen lesen. Diese Antwort ist die auswendig. Und du kannst Leute manipulieren. Wie wär's, wenn du das nächste Mal einfach deine Webcam so anschließt auf deinen Bildschirm richtest, hä? Ist echt so.
Als Maul, Remco, du kleiner Loser. Say my name. Nur weil du rausgeflogen bist. Das völlig verdient. Jetzt, ich bin jetzt angefressen. Wie lautet der Standardsatz von Niemand nimmt mich ernte. Wie lautet der Standardsatz von Full aus Mario und Luigi? I have fury, I gone crazy, I know happy, I'm nasty. So, das ist auf jeden Fall I'm nasty, I'm nicht nasty. I have fury oder I gone crazy, eins von den beiden. I'm nasty. Ich weiß es, glaube ich, sogar. Ist ja auch nasty. So, entweder I have fury oder I gone crazy, dann nimm mal erstmal 50-50. Ich lache, wenn's nasty ist. Nasty ist das nicht. Stell dir mal vor, es ist nasty. Und wenn ich sage, sie wird nasty, weil ich dass sie sich in Eistee verwandelt. Toll, I have fury und I gone crazy, eins von den beiden, super toll. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Dann nehme ich I have fury, ist mir scheißegal. Kakuma, der hat's falsch. I gone crazy. Siehst du, das war richtig, du Trottel. Echt? Sie werden. I have fury, du kleiner Loser, Remco, Alter, du kennst dich ja gar nichts aus. Ich hab das Spiel sogar gespielt, also den dritten und den vierten. Ja, ich kenn. Vorfall ist ja auch, glaube ich, aus Superstar Saga war der ja auch. Bei der Frage haben Sie Zeit. Und da hab ich das. Ich hab das ja auch so gesehen. Welches Bier hat man ursprünglich mit dem Arcade-Spiel Tepper aus den 80er Jahren verbunden? Darf. Mit Nasty. Carlsberg, Miller, Samuel Adams, ich sag Budweiser, so. Wenn ich sag, sie wird nasty, meine ich nicht, dass sie sich einen Eistee fahren. Junge, was ist mit mir los? Ich hab richtigen Lauf gerade, ich mach alles richtig. Ja, du gehst auch. Bist einfach nur Lacker, Alter. Ja, Mann, und Lucky Loser. Ich weiß doch gar nicht mal, was da gefragt wird. Doch, Budweiser kannte ich sogar. Das wusste ich sogar ausnahmsweise mal. Also zumindest kam es mir so bekannt vor. Im VBT gibt's ja auch Lucky Loser. Wer ist der aktuelle Protagonist in Assassin's Creed Revelations? Desmond Miles, let's go. Ezio. Nicht Nasty. Alter, ja. Nasty. Safe Nasty, Alter. Ey, ich kenn nur Ezio und Alter, die anderen kenn ich aber nicht. Keine Ahnung. Let's go, boys! Ich kenn den Vogel. Ich kenn nur den Vogel. Der nicht Hauptcharakter. Geil, man kann einen Vogel spielen. Ist der nicht schon der Hauptcharakter, der Vogel? Alter, ich würde das Game direkt holen, wenn es ein Vogel wäre, als Hauptcharakter. Immer so ein Assassin, aber immer so ein Vogel mit so einer Kapuze. Welches Spiel erklärte die Guinness World Records of Records 1999 zum meistverkauften Spiel aller Zeiten? E-Sports. Man kann ja Mario Bros. Oder nicht? Kann ja nur Mario Bros. Sein. Man kann einen Vogel spielen. Was sind denn die anderen Antworten? Civilization, Nasty. Mortal Kombat oder Paperboy? Also was soll das sonst sein? Paperboy? Spaß. So ein Zeitungsjunge. Paperboy. Wer hat denn das Spiel eigentlich gespielt? Ist doch das ganze das gleiche. Ja, ich hab's ja schon mal, ich hab's auf jeden Fall mal gespielt. Ich auch. Mach mal ein Let's Play dazu. Let's So 10 Parts. 100. 2 Millionen. Genauso gut einmal die nächste Frage anschauen. Kann das Spiel ja nicht mal durchspielen, ne? Man fährt aber nur eine ganze Zeit rum. Was ist keiner der drei Hauptfiguren in Trine von Beruf? A. Priester, Ritter, Zauberer, Dieb. Es gibt auf jeden Fall einen Zauberer und einen Dieb. Nee. Zauberer und Ritter gibt's auf jeden Fall. Priester oder Dieb? So wohl einfach. Dieb. Denke ich. Ich weiß es. Oder? Priester gab es, glaube ich, auch. Nee. Zauberer und Ritter gibt's auf jeden Fall. Warte mal, was war nochmal die Frage? Dann nehme ich Priester, so. Ist ja, das ist richtig? Auch richtig. Nice. Ich glaube schon. Ja? Priester ist irgendwie langweilig. So ein Priester, der sagt dann jedes Mal, der abbetet dann einfach nur als Move. Stell dir vor, so ein Priester, der betet einfach nur. Hey Remco, ich bin bei der 125.000 Frage. Was sagst du dazu? Ja, jetzt verkackst du eh. Ich hab noch Publikum-Joker. Du bist ja auch lucky. Du bist voll der Lucky Loser. Du bist so ein Lucky Luke. Welches dieser Castlevania-Spieler wurde für einen Handheld entwickelt? Ja, da habe ich keine Ahnung. Ja, jetzt verkackst du, siehst du? Ich hab Publikum. Ja, mir doch egal. Die sagen jetzt falsch. Die sagen es jetzt echt falsch. Nimm doch Telekom. Das ist jetzt der einzige Telekom, Fall. Joker. Nimm doch Telekom, Joker. Das ist jetzt der einzige Fall. Nein, was sind überhaupt die Antworten? Legacy of Darkness oder Curse of Darkness? Eins von den beiden hätte ich jetzt genommen, aber keine Ahnung. Nimm halt Telekom, Joker, Mann. Ach du Scheiße. B ist 28% und C ist 27%. Ich nehm beide. Ach du Scheiße. Ich hätte da richtig verschissen.
falsch, lol. Halt echt. Was hast du für ein Beschiss? Verloren. Hat er es auch nicht geschafft. Guck mal, so der einzige Joker, der so eigentlich safe ist, hat verloren. Sowas ja, Dummes habe ich ja lange nicht mehr gesehen. Ne? Hast du es doch nicht mehr geschafft, ne? Sowas Dummes habe ich ja lange nicht mehr gesehen. Aha. So, jetzt stell dir vor, es kriegt Joker Bronze. Ich hab Gold. Weil der hat ja alle Joker benutzt. Ich stell dir vor, wenn du so eine Million gewonnen hast, ja, aber du hast alle Joker benutzt. Die anderen sind zwar bei der ersten Frage raus, aber der wenigstens keine Joker benutzt. Ja. So, das jetzt war's. Das war's, Remco, oder? Ja? Kann man überhaupt was noch Inhalte herunterladen? Das geht ja gar nicht mehr, weil das Spiel nicht mehr existiert. Herzlichen Glückwunsch. Komm, noch eine Runde. Existiert das Spiel echt nicht mehr? Nee, es wird gelöscht. Spuren wurden verwischt. Komm, noch eine Runde. Okay. The final round. Wer jetzt verliert, wird... Also ich hab schon mal das Höchste geschafft bis jetzt. Wer jetzt verliert, wird... Nee. Ich hatte einen richtigen Lauf. Hatten wir nicht damals mal so eine Hall of Fame? Nee, hatten wir nicht. Ja, ich war schon bei der 500.000 mal. Oder so. Ich war schon mal bei den 2 Millionen. Waren wir nicht sogar da in dieser Special-Folge, wo wir in Teams waren, Dennis und ich dann nicht auch wie bei 500.000 oder so? Ja, wart ihr auch. Oder hatten wir nicht sogar waren wir nicht sogar bei einer Million, aber haben es dann verkackt? Jetzt mach doch kein Secret draus, Junge. Was denn? Oder hatten wir vielleicht? Nee, warte mal. Hatten wir nicht eigentlich sogar das gesamte Spiel durchgespielt? Oder warte mal kurz, hä? Oder war es Hat mir es nicht eigentlich bis zur Million geschafft, ohne einen Joker zu benutzen? Oder war es vielleicht doch so? Und haben wir uns einfach die Antworten aus den Händen geschüttelt, weil wir einfach so krasse Skiller sind? Oder haben wir einfach nur Google benutzt? weil wir so Experten sind? Ja, immer so nebenbei am Handy gegoogelt. Also man hört das ja nicht. Das ist echt so, das hat jemand von euch selbst gemacht. Und stell dir vor, da kommt dieses Störsound, wenn du sein Handy ans Mikro hältst, dann die so, guck mal, da hat's Handy an. Oder war es vielleicht doch so? So's. Ja, stimmt, wir hatten doch damals sogar noch einen Google-Joker. Hatten wir auch. Wir hatten einen Google-Joker eingeführt, damit jemand die Million kriegt. Wir wollten eigentlich auch noch so einen Fan-Joker machen, aber es wollte keiner mitmachen. Ja, gibt's halt keine. Passt halt keine. Machst so ein Video so, ja, will jemand Fan-Fragen für Weltmillionär mitmachen? Dann so, nee. Keiner meldet sich. Ist doch geil. Es gibt kein Wenn sich keiner meldet. Stehen drei Joker zur Verfügung. Guck mal, Maria hat gesagt, ja, ich bin safe gleich da. Machst du gerade noch die Reihenfolgen-Dinger oder was? Nee, er macht fertig. Das Say My Name. Wie fertig? Achso, jetzt. Okay. Ja, Remco, du bist dran, ne? Viel Glück. Geil. So. Say My Name. Was für Spiele produziert Playfish? Ein britisches Tochterunternehmen von Electronic Arts. A. Ego-Shooter, B. Social Games, C. Abenteuerspiele, D. Rätselspiele. Wir hatten das schon mal. Playfish. Ja, wir hatten das. Du kriegst solche Fragen. Wir hatten das schon mal. Ich glaube, Dennis hatte die Frage und ich glaube, es waren sogar Social Games, aber ich weiß es nicht. Und ich habe jetzt keinen Bock, bei der letzten Runde direkt zu verlieren, deswegen nehme ich einfach mal. Ah, da muss bei der ersten Frage sowas nehmen. Aber wenn's jetzt echt Social Games ist, dann raste ich aus. Ja, dann viel Spaß beim Ausrasten. Ich hoffe, es war was anderes. Say My Name. Was sagt das Publikum? Die sind sich alle so. Social Games, 75%. Ja, ich hab's gewusst. Siehste. Aber ich nehm trotzdem. Adventure Games. Social Games. Das ist so falsch. Ich hätte mal gelacht dann. War halt echt falsch. Ja, Joker sagt so. War es falsch. Wessen Gesicht ist. So, das ist jetzt meine Frage. Wessen Gesicht ist auf dem Cover des Spiels X-Men Origins Wolverine aus dem Jahr 2009 zu sehen? Tiger Woods. Hugh Dancy, Hugh Grant, Hugh Laurie, Hugh Jackman. Oh. So logisch. Tiger Woods. Ich weiß es halt auch nicht. Weißt du es nicht? Lol. Es gibt doch eigentlich nur einen logischen Namen. Tiger Woods ist doch klar. Tiger Woods.
Ach, ist das Hugh Jackman ist? Oder was? Ja gut. Gut gemacht. Sie haben hast du eingeloggt? Ich hab den noch nie gehört, ja, ich hab Hugh Jackman genommen. So, Alkan, du bist... Kennst du den Namen nicht von... Nö. 007, ein Quantum Trost, ist ein Spiel um welche Filmfigur? Marty McFly, James Bond, Wolverine, Barton Fink. Ey, ich glaube, da muss ich mal Telefonjoker benutzen. Nee, Spaß, James Bond. Falsch. Nö, ich hab Hugh Jackman noch nie gehört. Ja, also ich kenne ihn zwar nicht, aber ich kenne den Namen halt. Keine Ahnung, woher. Aber ich merke, dass die anderen drei Namen. Habe ich halt gemerkt, dass die anderen drei Namen nur Trollnamen sind. Say my name. FPS ist die englische Bezeichnung eines Spiels, das im Deutschen Ego. Ach so. Ego heißt. Sailor, Shooter, Speaker, Stormer. Shooter. First Person Shooter, weiß ich nicht. Ich habe schon erst gesagt Frames per Second, weil ich habe das mit FPS gemeint. Hey, das könnte ja auch gemeint sein. Ja, also Sie können es genauso gut probieren. Na los. Vor allem, dann hätten sie wenigstens wie gesagt, was FPS heißt oder so, weil einfach zu sagen, so ja, du frisst Jazz. In welcher beliebten iPhone-App kommt ein Monster namens Om Nom vor? Das Süßigkeit liebt. Cut the roll. Ehrliches Essen. Om Nom. Ich fixe das Om Nom Nom. Nein, bei Joker Trash, okay, gibt's keinen Schnitt, das weißt du selbst. Gibt's keinen Schnitt. Gibt's aber auf dem Hauptkanal auch nicht. Ja, Leute, so ist das Leben. Doch, da wurde Joshua eingeblendet. Welcher von diesen Songs kommt nicht in die Beatles Rockband vor, Alkan? Daytripper, Sorry for Party Rocking, A Hard Day's Night, I Feel Fine. Alles klar, Digga. Das weiß ich safe. Also ich glaube, ich weiß sogar, weil das ist eigentlich offensichtlich ja, bei den Auswahl. Sieht man auch, ja. Weil was war nochmal die Frage? Welcher von diesen Songs kommt nicht in die Beatles Rockband vor? Okay. Daytripper, Sorry for Party Rocking, A Hard Day's Night, I Feel Fine. I Feel Fine. Was? I Feel Fine. Fine, willst du das? Einsetzen. Sicher. Obwohl, nee. Ah, weißt du, was ich mach? Den Telefonjoker. Ja. Blöd oder was? I Feel Fine war das. Echt? Ja, was ist was denn sonst so, Trottel? Ich hätte gedacht, Sorry for Party Rocking. Bist du blöd? Das ist ein Single-Hit, du Spast. Ja, das ist doch von LMFAO oder sowas. Ja, also hatte ich jetzt recht mit I Feel Fine. Ach, das ist ja wirklich da. Was? Sorry for Party Rocking ist richtig. Ja, sag ich doch. Hast du Telefon-Joker benutzt? Es geht doch um die Beatles, oder nicht? Das ist ja kein Lied von den Beatles. I Feel Fine. Bisher hatten sie keine Probleme. Ich wusste nicht mal, dass die I Feel Fine haben. Welche Figur kommt nicht in Mortal Kombat vs. DC Universe vor? Batman, Wonder Woman. Für wen ist sie für mich jetzt? Ja. Batman, Wonder Woman, Frodo Beutlin, Baraka. Baraka, Mimon. Also ich glaube, Frodo Beutlin. Nimmst du sie den? 50-50 ja. Wer ist Baraka? Mimon Baraka? Nein, es gibt einen Baraka bei Mortal Kombat. Ha, Mimon Baraka. Ja, der hat glaube ich mehrere Hände und hat so schiefe Zähne und so. Was für dich, oder Remco? Ein Kampfspiel aus den 1980er Jahren hieß The Way Out of the Exploding Head, Fist, Finger, Leg. Ja toll, kenne ich nicht. Telefon. Guck mal, was für ein Noob, er muss Joker verwenden. Was willst denn du eigentlich? Siehste, ich bin wenigstens einer, der benutzt Telefon-Joker. Hab ich doch auch gerade benutzt, du Trottel. Nee, du hast im Publikums. Ich hab Telefon, du Trottel, sieht man doch da. Nein, die verarschen dich jetzt, pass auf. Gut geprankt. Richtige Antwort, herzlichen Glückwunsch. So richtig. Ich hoffe, bei dir sagt er das, was falsch ist. Wenn Fire so dabei ist, sagst du, Junge, ich hab keinen Bock mehr, und sagt dann so die extra die falsche Antwort. Sie können es genauso gut probieren, na los. Sagt dann so, ja, Joker, nimm die Antwort, die ist richtig. Dirge of Cerberus und Crisis Core gehören zu welcher Videospielwelt? Alkan, Resident Evil, was? Splinter Cell, Bioshock, Final Fantasy 7. Also wenn du das nicht weißt, bist du nicht. Was war nochmal die Frage? Dirge of Cerberus und Crisis Core gehören zu welcher Videospielwelt? Resident Evil, Splinter Cell, Bioshock oder Final Fantasy 7? Das ist easy. Final Fantasy 7?
Nimmst du das? Ja. Easy. Das ist so richtig. Ich wusste es aber auch schon vor der Folge, weil ich kenne die beiden Spiele halt. Ja, Final Fantasy hat damit gar nichts zu tun. Was? Ja, weil Final Fantasy hat damit gar keinen Zusammenhang. Wie? Klar. natürlich hat das einen Zusammenhang. Nein. Klar, Final Fantasy 7 Crisis Core. Hey, warte mal. Ich glaube, dann die Frage falsch verstanden und hatte Glück. Hey, was hast du denn gedacht, was die Frage ist? Was war nochmal die Frage? Ich hab irgendwie. Egal, lass es einfach. Ja. Welcher Autor unterstützt die Splinter Cell-Reihe von Videospielen? Was nicht in derselben Reihe gehört, irgendwie sowas. Ist die Frage für mich? Dann Tom Clancy. Gut gemacht. Das ist oder war die für Joga? Das war für dich. Jetzt hast du ihn einen Punkt geschenkt. Ich dachte schon. Genau, ich hätte es gar nicht gewusst, dass es Tom Clancy ist. Du hättest es nicht gewusst. Herr Alkan, die Frage war Crisis Core und Dirge of Cerberus zu welcher Videospiel-Universum die erzählen. Und das sind halt beides Ableger von Final Fantasy VII. Weil es die Vorgeschichte und so ist. Es gibt Final Fantasy VII Crisis Core und es gibt Dirge of Cerberus. Das ist so ein Spin-Off. Ich kann Ihnen die welche Sportart ist die Basis für das iOS-Spiel Touchscreen? Was kriege ich für Gammelfragen? Bergsteigen, Schießen, Golf, Skateboarding, Golf, keine Ahnung. Ich sag einfach. Golf. Hey, wer hat denn da geschrien? Keine Ahnung. Schießen. Ja, falsch, ist mir scheißegal, Alter. Solche Gammelspiele. Ich hoffe, das war ganz Mutter. Skateboarding, Junge, wen juckt denn das Streckspiel? Hast du einen Joker gewonnen oder hast du verloren? Kann auch nicht noch einen Joker benutzen, dann schaffe ich das erst recht nicht. Also muss man riskieren, also verloren. So was Dummes habe ich ja lange nicht mal gesehen, solche dummen Fragen. Wie konntest du die Antwort nicht wissen? Welcher Ego-Shooter von 1993 wurde 2006 von GameSpy zum großartigsten Spiel aller Zeiten gewählt? Ja, ist ja easy. Half-Life, Metal Gear, Bulletstorm, Doom. Junge, wenn du das nicht weißt, bist du einfach ein Loser. Was war nochmal die Frage? Du tust die Fragen mal so schnell rattern, Alter. Rattert wie ein Gewehr. Echt so, Alter, doppelt halt mal nicht so krank. Welcher? Ego Shooter von 1996. Okay, alles klar. Ja, genau das. So, welcher Ego Shooter von 1993 wurde 2006 von GameSpy zum großartigsten Spiel aller Zeiten gewählt? A. Half-Life, B. Metal Gear, Bulletstorm oder Doom? Oh, das ist halt echt einfach. Das ist ja auch. Weißt du es jetzt echt nicht oder trollst du mir? Nee, jetzt weiß ich es echt nicht. Loser. Hey, entweder Half-Life oder Metal Gear. Ist dein Ernst? Junge, bist du bescheuert? Mach jetzt, Alter. Junge, ich hab keinen Bock mehr zu warten. Nimm einfach Bulletstorm. Also ich glaube, es ist Doom 2, ne? 2, safe. Junge, kein Bock mehr. jetzt will doch einfach Doom aus. Junge, weißt du nicht die Antwort? Nein. Weißt du es nicht? Jetzt sei doch einfach Doom, du Fettsack. Wisst ihr was, ich nehme Half-Life 2 einfach. Junge, nimm doch jetzt einfach Half-Life. Ja. Half-Life von 1993. Ja, keine Ahnung, nimm. Weiß es nicht, Doom. Nimmst du Doom? Ja, mir doch egal. Herzlichen Glückwunsch, du hast auch mal gewonnen. ich kenn das Spiel Doom halt, weil das mal irgendwie 100 Mal im Fernsehen kam, weil bei irgendwelchen Rankings, wo die gesagt haben, das Spiel war so geil. Dies ist die letzte Frage, bei der die Gefahr besteht, Leo. Ich hab nie was von dem Spiel gehört, außer dass es geil ist, weil geil. In welchem Jahr wurde der Apple App Store eröffnet, Remco? 2010, 2004, 2006, 2008. Also wenn du das nicht weißt, bist du ein Loser. Was? App Store oder Play Store? App Store. Also wenn du das nicht weißt, bist du ein Loser. Also 2010 ist safe nicht. Ja, was für ein Loser, Junge, das weiß ich selbst nicht mal. Wen juckt das auch? Warte, sag doch mal die Antworten. Wen jucken scheiß Apps, bitte? In welchem Jahr wurde der Apple App Store geöffnet? Ja. Kann man sich doch eigentlich so denken, wann wurden Handys... Ja, ich will doch noch mal die Antwort hören, Algan. Rück dich doch mal. 2010, 2004, 2006, 2008. Nee, weil Joker ja mal... Also 2004 ist zu früh, 2010 ist zu spät, weil da gab es ja schon auf jeden Fall Handys, also Smartphones.
Aber vielleicht haben 2006 oder 2008, weil 2006 wäre ja schon echt früh eigentlich. Ich denke, würde eigentlich denken, was könnte auch 2006 sein? Aber ich sag mal 2008. Wenn ich verliere, auch wenn ich verloren habe, dann ist es halt so, 2008. Richtig. Echt? Diese Antwort ist korrekt, gut gemacht. Jetzt so, Scherz. Scherz. Es war 2004. Ha, guck mal, der weiß selber nicht, wo der hinschauen muss, der Moderator. Guck mal, vor allem Alkan sagt sie, Junge, das ist doch logisch, aber da kam es jetzt 2010. Ja, das war getrollt gemacht. Genau. Welches Videospiel spielt in Raccoon City? Resident Evil, Silent Hill, Mortal Kombat, Alone in the Dark? Aber Junge, nimm doch einfach jetzt Alone in the Dark, ich hab keinen Bock mehr zu warten. Wenn du das nicht weißt, bist du Level 1 Bot, das weiß ja sogar ich. Was war nochmal die Frage? Welches Videospiel spielt in Raccoon City? Ich meine, das Spiel hatte sogar den Beinamen Raccoon City, glaube ich. Also blablabla Raccoon City. Ja, aber das Spiel spielt nicht immer in dem Spiel. Ich kann also, die Entscheidung nicht abnehmen. Hatte ich schon einen Joker eigentlich? Ja, du hast ein Telefon genommen. Okay, dann. Jetzt sind doch einfach Alone in the Dark, Mann. Jetzt nimm doch einfach Alone in the Dark, ich hab keinen Bock mehr zu warten. Ich bin doch einfach Metal Gear. Ja, Resident Evil. Hat gegoogelt. Ha, gegoogelt. Hey, nein. Hey, was richtig? Ist korrekt. Hey, was nein, echt? Das war falsch. Geil. Ich hab richtig gegoogelt, nice. Ja, ich hab falsch gegoogelt. Stell dir vor, du googelst trotzdem falsch. Ja. Hat Fire bestimmt echt öfters gemacht und hat es trotzdem verkackt. Stell dir vor, es gibt auch in Alone in the Dark, Raccoon City, aber das wussten die Entwickler von dem Spiel nicht, dass es beide gibt. Deswegen dachten die so, nee, ist falsch. Wie lautet der Spitzname von John McTavish in Call of Duty Modern Warfare 3? Rinse, Soap, Wash, Clean. Junge, das ist easy. Let's go jetzt. Was soll ich denn das wissen? Junge, das ist easy. Jetzt let's go. Ich weiß es nicht. Was habe ich für Joker noch? Let's go, du hast Telefon und 50. Ja, mach Telefon. Junge, bist du blöd, Alter. Das war Soap. Wo soll ich das denn noch wissen? Bist du bescheuert, Remco, du Rotzlöffel. Ich habe das nie gespielt. Ja, ich auch nicht und trotzdem weiß ich das. Ja, wo weißt du das? Weil du eine Soap bist. Oh. Weil du die Seife aufhebst. So, Soap, let's go, nimm. Say my name. Junge, nimm doch jetzt einfach Soap. Ich hab keinen Bock mehr zu warten. Ja, mach. Das hab ich schon. Ja, Soap. Junge, als ob das so schwer war, Remco. Hätte man ausschließen können von anderen. Ja, hätte es vielleicht schwer. Ja, aber vielleicht auch Crispy Clean, deswegen heißt er Clean. Genau, ist Clean so. Ist bestimmt ein Spitzname für den. Ja, Soap drauf jetzt. Ja, eher als Clean, Wash oder Rinse, Junge. Ja, der will halt damit angeben, dass er halt Clean ist und nicht mal auf Drogen ist. Der ist so super, ich bin so seit 3 Jahren Clean, seitdem nenne ich mich auch Clean. Nee, nie im Leben nennt dich jemand Clean. Das ist genauso wie trockener Alkohol. Ich glaube, das ist schon trockener Alkoholiker, was so trocken nennen würde. The Rune Factory Spiele sind ein Ableger von welcher anderen beliebten Videospielreihe? World of Warcraft, Bubble Bobble, Harvest Moon, Elder Scrolls. Ich weiß es. Harvest Moon. Und Harvest Moon? Ja. Loser, ist falsch. Ist richtig. Falsch. Safe. Und es war falsch. Echt? Nein. Super gespielt. Schade. Schade. Wieso gebe ich mir das noch? Ich wusste gar nicht, dass es offiziell ist. Ich wusste halt, dass es halt einfach komplett ähnlich ist, aber. Dass es offiziell ist, das wäre so ein Fake. Das wäre so ein Fake. Stardew Valley. Sie müssen diese Frage nicht. Stardew Valley ist Harvest Moon in Scheiße. So, Remco, wenn du das nicht weißt, bist du einfach behindert. Welche untermeerische Stadt ist der Schauplatz von Bioshock? A. Rapture, B. Ecstasy, C. Bliss, D. Heaven. Ecstasy. Warte, sag nochmal die Antwort. Rapture, Ecstasy, Bliss, Heaven. Also wenn du das nicht weißt, bist du behindert. Junge, dann bist du echt behindert. Ich hab halt Bioshock nie gespielt. Wäre das jetzt die Frage mit Little Daddies, Big Daddies gewesen, dann hätte ich das gewusst. War auch schon so, also ohne das Junge, bist du blöd? Die Schaustadt kennt man doch auch.
Also Rapture kommt mir bekannt vor, aber Rapture ist auch bei Oddworld, deswegen weiß ich nicht. Junge, bist du bescheuert? Nimm doch jetzt einfach Helmwind. Halt die Fresse, ich hab keinen Bock mehr zu warten. Mach 50-50, Joker. Junge, du bist so bescheuert drin, cool. Junge, ich kenn die Stadt nicht. Wenn es jetzt Rapture ist, dann. Und eine falsche Antwort steht. Rapture oder Ecstasy? Was? Rapture oder Ecstasy? Safe, dann Rapture. Ja, meine Fresse, ist das so schwer gewesen, Remco, Alter. Ja, Junge, ich war mir noch nicht sicher, Alter. Holzkopf. Meine Güte, Remco, ey, den Kraftzahn. Am Ende sagt er dann so, ha, du bist draußen. Weil bei Oddworld gibt's auch Rapture Farms, deswegen dachte ich mir, als ob die dann den Namen geklaut haben. Haben die aber, ey. Haben die, Alter. Ja, haben die. Sie haben Zeit. Haben gesagt, Oddworld ist so ein geiles Spiel, da klaue ich echt bei dem Namen. Ich glaube, die wurden echt davon in die Ding gemacht. Also. Könnte ja auch sein. Wie nennt man das? Inspiriert. Inspiriert, genau. Welche Videospielfirma hat die Street Fighter-Reihe entwickelt? Junge, wenn du das nicht weißt. Wir können. Lass es einfach. Namco. Capcom. Konami oder Activision. THQ. Ja, safe Activision, ne? Warte, was war nochmal jetzt alles? Junge, das da? Namco, Capcom muss, oder Konami oder Activision? Konami. Haha, Spaß! Nimmst du Konami? Nein, das andere Kon. Dieses Kon-Ding da. Capcom. Ja. Namco. Nein, nicht Namco, ey. Capcom nimmst du. Ja, Capcom. Alkan sagt Capcom. Nimmst du meine Namco? Güte, ist das so schwer gewesen. Alkan sagt Capcom. Joker, nimmst du Namco? Das ist die richtige Antwort. Achso, Namco. Okay, ich log ein. Hey, wie jetzt Namco? Remco. Was für Remco? Jemand sagt so, ja, Bandai Namco und so, was für Remco? Lass doch einfach Remco oder Fire. Bandai Namco. Ich weiß noch, vor ein paar Jahren gab es so einen Skandal, weil Bandai Namco hieß ja nicht mal Bandai Namco, sondern Namco Bandai. Hieß ja nicht mal Say My Name. Die haben den Namen umgedreht. Namco Bandai. Und alle waren schockiert. So, es heißt nicht mal Bandai Namco, es heißt Namco Bandai. Jetzt viel Spaß, Remco. Du hast die schlechteste Frage EU-West und du hast keine Joker mehr übrig. Super. Ja. Welcher Big Lebowski-Darsteller spielt Dan Hager in Rage? A. John Goodman, B. Steve Buscemi, lol, Buscema. Was? Jeff Bridges, Dean David Tubulis. Was? Sag nochmal die Antwort. A. John Goodman, Steve Buscemi, Jeff Bridges, David Tubulis. A. John Goodman, sowieso Goodman. Ja, komm. Ganz ehrlich, say my name. Nimm einfach mal John Goodman. Auf gut Glück. Das ist eh falsch. Mama, du hast ja auch zwei Jokers verschwendet, du Trottel. Also verschwendet. Hey, John Goodman, hast du richtig? Lol. Ich wusste es. Von Breaking Bad geklaut. Jetzt kriege ich wahrscheinlich voll die Holzfrage. Bei der Frage haben Sie Zeit. Aha. Wie heißt die Hauptfigur aus 4-2, die zu einer Spezialeinheit der US Army gehört? Steven Beckett, Michael Beckett, Thomas Beckett, Samuel Beckett. Du hast noch zwei Joker, ne? Alkan. Ich nehme dann mal Samuel. Was habe ich alles noch? Publikum und 50. Ich kann Ihnen die Entscheidung nicht annehmen. Mach mal 50. Junge, du weißt doch eh nicht die Antwort. Weißt du, sollst. Nimm lieber gleich Publikum, würde ich an der Stelle. Okay, dann nehme ich Publikum. Ich würde jetzt aber mal Michael Beckett. Ich würde 50-50 nur machen, wenn man was ausschließen könnte. Ja, dann mach Publikum. Ich würde sagen Steven Beckett. Ich hätte gesagt Michael, ja. Ich hätte Michael gesagt. Irgendwie kommt mir der Name sogar bekannt vor, deswegen. Ist Michael Beckett. Siehst du? Ja, dann nimm. Hätte zwar auf mich gehört, Alkan. No, dann hättest du jetzt einen Joke. Wenn jetzt ein Joker mehr. Du hast gar keinen mehr. Und? So ist richtig. Remco, hättest du auf mich zweimal gehört, dann hättest du auch. Wegen dir hat er doch einen Joker verloren. Ja, eben, du. Nein, nicht in dieser Runde. Aber ja, was für gehört? Runde. Was für gehört? Junge, du bist einfach ein Vollidiot, Remco. Nehmen Sie sich die Zeit, die Sie brauchen.
Wo soll ich denn wissen, dass die Macher von, wie heißt das Spiel nochmal mit Rapture, war vorhin vergessen. Welcher Song gehört nicht zur ursprünglichen Liste mit 45 Titeln für Lego Rock Band von 2009? Ja. Kung Fu Fighting, The Final Countdown, Ghostbusters, Cigarettes und Alkohol. Ich finde es mal stark, ganz leicht vermuten, Cigarettes und Alkohol. Ja, mit Jahren so vermuten. Oder Ghostbusters. Viel Spaß. Ja, macht Cigarettes und Alkohol. Was denn locker das? War das jetzt der Final Countdown. Stell mal vor, das ist jetzt falsch. Das ist richtig sogar. Ja, war doch klar. Cigarettes und Alkohol. Hä? Alter, was ist falsch für? Ja, als ob das in einem Lego-Spiel vorkommt, Alter. Cigarettes und Alkohol. Gibt's das Lied überhaupt? Ich kenn das gar nicht. Ich auch nicht. Sehen Sie vor, die singen so Cigarettes und Alkohol in Lego-Spiel. Welches ist ein reines Audiospiel für das iPhone? A. Insoboto, Scramble, Blueprint 3D oder D. Aurifi? Lachsen? Kennt Alkan bestimmt. Safe, dann nehme ich. Was habe ich noch für Joker? Nur noch 50-50. Dann machen wir 50-50. Muss ich mal machen. Computer, lösche zwei falsche Antworten, sodass nur noch die richtige und eine falsche Antwort. Aber wisst ihr, ich konnte ja vorhin nicht wissen, dass die Leute von Bioshock schon so Hurenzöne sind. Inkoboto oder Aurifi? Aurifi dann. Ich hätte gesagt Inkoboto. Ja, ich kenne beides, ne, das ist keine Ahnung. Ich würde Aurifi, weil richtig, Alkan. Ja, das Wort ist korrekt. Aber klingt irgendwie wir falsch. Geschafft. Was ist Inkoboto, Junge? Ich kenne gar nichts von dem beiden. Inkoboto hört sich so chinesisch an, weißt du? Das hört sich an wie so eine chinesische Automarke irgendwie. Ja, Inkoboto klingt eher so wie Inkolodo. Mitsubishi oder sowas. Jetzt wird's doch noch eine XXL-Folge, merke ich da. Sehen Sie sich an. Ja, wird's auch. Wie heißt der Miniaturherrscher in dem Wii-Spiel Little King Story? A. Ferraro, B. Lombardo, C. Corobo, D. Parago. Ich sag mal Parago. Parago. Hotel. Paragon. Haha, falsch, Remco, du kleiner Löschzweig, Alter. Ich fürchte, diese Antwort ist falsch. Konnte ich das nicht wissen. Corobo war's. Die richtige Antwort ist C. Aber ich kenne das Spiel sogar. Also, ich hab's nie gespielt, aber ich kenne das Spiel. Okay. Aber keine Ahnung von dem Game. Hoffentlich bekomme ich mehr Geld als du, Remco. Ja. Jetzt kann ich ja googeln. Jetzt kann er ja googeln. Sie haben Zeit. Ja, aber Remco geht die Post ab. Ja. Sehen Sie sich's gut an. Wie viele Jahre noch Oblivion spielt The Elder Scrolls 5 Skyrim? 400, 200, 300, 100. 400, 300, 200. 400, 200, 300, 100. Jetzt also ich weiß es, Was, 300, 400, 200, 100? Nein, 400, 300, 200, 100. Was, nee, 100, 200, 400, 300, 100? Nee, 400, 200, 300, 100. Was, 200, 100, 300, 400? 400, 200, 300, 100. Das kommt nicht. Überlegt. Jetzt muss ich schon mal lagen. Sag doch mal die Reihenfolge. Sag nochmal die Reihenfolge. Und Atlas, gibt's eigentlich Atlas Scrolls 2? Nee, ne? Warte, was war nochmal die Frage? Es gibt Atlas Scrolls 5, aber nicht Atlas Scrolls 2. Hey, was war nochmal die Frage? Wie viele Jahre noch Oblivion spielt der Atlas Scrolls 5 Skyrim? Kann sagen, da gibt's Atlas Scrolls 2. Wenn es einen fünften Teil gibt, bestimmt, oder? Ja. Haben sie immer so 5 genannt. Keine Ahnung, 200, sag ich einfach mal. 200? Ja. Hätte ich sogar auch gesagt. Wahrscheinlich ist es 400, weil die da. Ich glaube, das war echt 400. Ich glaube, das sind echt 400. Hättest du sogar 200? Junge, ich hab's genauso wie du richtig gedacht. Ah. Jetzt geht's gleich weiter, ne? Ich dachte erst, die wollen so klischee-mäßig so. Wer ist hier ein Lacker, hä? Ich, weil ich gut bin. Da liegen 400 Jahre dazwischen, das war das so richtig übertrieben. So richtig krass. So, die Menschheit ist schon längst ausgestorben. Sie können bei ja, Frage kommt nicht die nächste Frage an mich direkt wieder her, ne? Welcher Entwickler hat das beliebte Flight Control Spiel für das iPhone entwickelt? Ja. Electronic Arts, Gameloft, PopCap oder FireMind?
Ah, ja, nicht dieses Spiel nochmal. Flight Control. Kannst du schon in Google eingeben jetzt? Ja, warte. Ich könnte mir sogar PopCap vorstellen. Die haben ja Plants vs. Zombies gemacht. Nee, das waren die aber nicht. Junge, jetzt nimm doch einfach Gameloft und halt's Maul. Warte, was waren die Antworten? Was waren die Antworten? Ich würde jetzt sagen, entweder Pop, dieses von Pop Games oder Electronic Arts, ich überlege gerade. Obwohl, nee, die würden doch niemals so ein Spiel entwickeln, Pop Game. Von Bandai Namco? Ja, ich nehme Electronic Arts. Falsch. Safe. Electronic Arts nehme ich jetzt. Weil Pop Game macht gar keinen Sinn, die haben doch gar nicht mal so, gar nichts mit der Thematik zu tun. Und die anderen sind die falsch. Komplett. Ich Safe. Fürchte, diese Antwort ist falsch. Firemind, siehste. Was Firemind? Ja. Der ist ein Firemonkey Studios. Achso, die haben sich umbenannt. Ha. Die haben sich umbenannt. Jetzt heißen sie anders. Haha, ich hab Silber. Remus Letzto. Spaß, das ist an dich. Ja. Comedy Gold, tschüss. Tschüss. Ach, gibt's ja hier auf Joker Trash nicht, ne? Deutsche Welt, ja. Nein, Remco, hier ist das ein bisschen.